Wieso sind wir back to school? Scheint so, als hätten wir hier noch ein bisschen was übersehen. Zum Beispiel können wir nämlich mit dieser jungen Dame hier ein bisschen traden, wenn ich das richtige Ding dafür hätte. Muss ich gleich nochmal zurückkommen, aber ich merk's mir. Außerdem, jetzt, wo wir das Schwert der Vier besitzen, können wir als kleinen Mündelschling hier entlang und diesen riesigen Felsen hier oben wegschieben. Zusammen mit noch ein paar anderen Sachen. Yeah! Hier sind noch einige Kisten! Okay, ein rotes Fragment, ich brauch grüne. Warum sind das alles rote? Ich brauch grüne, Mann. Please. Nee. Okay, muss ich beim Kronen kaufen oder Glück haben zu finden. Herzteil! Jetzt fehlen es noch 6 Stück oder so. Und ja, ich gebe mich noch mal ein bisschen umschauen und gucken, wo noch mal alles ist. Kumpel, hast du... du bist schon fertig. Ja, der orangefarbene Julianda blüht. Das ist deine Hilfe. Danke schön. Und jetzt? Wir forschen gar nichts mehr, aber wir haben neue Ideen. Samba Julianda, Jumbo Julianda, Mambo Julianda. Wait. Okay, also die sind fertig mit den Tyrolandern, aber kriegt dafür nichts? Gar nichts? Hi! Hä? Okay, seltsam. Im Wind. Im Minischwald, wenn wir nach rechts gehen, dann gab's ja oben hier dieses Haus. Da haben wir schon mal getradet, aber aus irgendeinem Grund will der Typ jetzt nochmal traden? Hallo! Okay. Ich habe richtig viele von den Teilen, also. Funktioniert das zum Glück? Oh, der dort am Spawnpoint. Ist das ein Baum? Nicht Baum, noch. Sorry. Weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich bin durch und quer mit den ganzen Herzteilen, leider. So, ich gehe nochmal raus und rein. Hat er nochmal was? Nee, okay. Die Herz hat da nichts mehr. Achso, ich bin klein. So. Geht doch. Wer wohnt denn hier Schönes? Oder nicht so Schönes? Was so? Okay, muss ich dafür schwimmen vielleicht? Wait. Ich kann doch bestimmt drüber springen, kann das sein? Ich kann tatsächlich drüber springen, das ist echt cool, dass das funktioniert. Oh nein. Idiot. Verschwindet man! Habt ihr Probleme oder was? Scheinbar ja. Kommst du zurück? Aua. Ja, komm zurück. Hopp. Rüb. Okay, wofür der ganze Aufwand? Oh, jetzt sind wir hier oben. Eigentlich ist die Fede ja ganz normal groß, weil wir einfach so winzig sind, aber ich wollte gerade irgendwie sagen, eine Comic-Large-Feder. Nice. Ich meine, wenn er so noch haben will. Oh, das ist ein junger Mensch, den ihr hier findet. Ich habe es gehört. Wenn du hier bist, möchte ich dir meinen wertvollen Schatz schenken. Ich brauche deine Feder eigentlich gar nicht. Achso, wow, was? Direkt ein Container? Ein Herz mehr und wieder volle Energie. Wow. Dann fehlen uns doch nicht mehr so viele Herzteile. Nee, nur noch 2. Wow. Ja, du bist vor allem. Okay. Verdammt, nein. Aber ich kann euch sagen, wir müssen nicht alles, alles machen mit den Trades. Mir sind eigentlich wirklich persönlich nur die Herzteile wichtig. Viele davon geben auch nur wieder Muscheln oder Rubine oder goldene Gegner zu besiegen. Nichts Wichtiges sind bei sehr vielen und deshalb sage ich euch jetzt schon mal, dass ich eventuell nicht alle Trades machen werde. Wie gesagt, es lohnt sich für mich einfach nicht. Ich möchte nur alle Herzteile haben, weil Herzteile sehe ich noch als 100%, aber jedes einzelne Rubin einsammeln, jeden einzelnen Schatz finden. Wenn man, viele dieser Schätze brauche ich halt gar nicht. Wir sind am Ende des Spiels, wir können schon den Endboss machen. So, wisst ihr, was ich meine? Ich habe da echt keinen Bock, jetzt noch eine Kiste zu farmen, wo ich dann 200 Rubin bekomme. Für den Aufwand von einer halben Stunde oder so, gefühlt. Also ja, wir schauen mal. Haha, hab noch jemanden gefunden, wo traden will. Und zwar hier in diesem Haus, wo wir zum Dungeon kommen, diesem Wind-Dungeon.
Diese Lady hier, die gute alte Erna, die möchte traden und zum Glück habe ich auch das richtige Teil dafür. Gott sei Dank. Und ich glaube, sie wird wichtig. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist wieder nur eine Kiste, ne? Oder ein Gegner, oder? Ja, okay, schade. Nur goldener Gegner, nicht wichtig. Ich wollte trotzdem mal gezeigt haben, weil ich habe sie gerade random jetzt gefunden. Es passiert ja gar nichts. Oh, hey! Ich rufe jetzt auch von Texa. Hier kriegst du mein allerletztes Stück davon. Vielleicht auch das letzte, was wir brauchen. Ich weiß es nicht. Komm schon, irgendwas Wichtiges auch nicht am Friedhof. Das ist so weit weg. Was ist es denn? Eine Kiste, wahrscheinlich nur Geld oder so, oder? Das kann doch nicht sein. Wo ist dieses... Wo sind jetzt meine Herzteile? Also eins weiß ich sogar schon, aber das mache ich jetzt letztes, weil das dauert zu lange. Wo ist das? Oh, hier ist schon der Dungeon. Kurz vorm Ende des Spiels und ich verstehe erst jetzt den Sinn hinter Terrys Shop. Und zwar diese kleinen Kugeln hier, diese Thylianda oder wie die heißen. Die haben alle einen Effekt. Zum Beispiel, wenn man den roten nimmt, dann findet man sehr oft Herzen. Bei dem grünen findet man sehr oft Muscheln, was nur unnötig ist, weil man sowieso schnell oft findet. Bei dem blauen findet man schnell Items, wahrscheinlich sowas wie Bomben und Pfeile, gehe ich mal von aus. Hau mal ab, please. Hau's bitte. Ja, danke. Bei dem orangenen, dass man mehr Feen findet. Bei dem hier, glaube ich, mehr Kohle. Ja, genau. Und den untersten kaufe ich mir jetzt, den hier. Weil bei dem findet man mehr Glücksfragmente. Und ich möchte jetzt ein paar grüne farmen, vielleicht... Habe ich ja auch Glück und ich kann noch mal ein paar Trades machen, die mich zu dem letzten Herzteil bringen, sonst muss ich wirklich nochmal jedes einzelne Herzteil nachschauen. Das wäre echt blöd. Okay, dieser Thylorianda ist richtig krass. Ich habe jetzt kurz mein Spiel resettet. Ich habe irgendwie innerhalb von 20 Sekunden 6 grüne Fragmente gefunden. Ich sage jetzt mal. Und jetzt müssen wir einfach nur ein bisschen shoppen. Ein bisschen hier. Also nicht shoppen, ihr wisst, was ich meine. Wood shoppen. Okay, jetzt habe ich gerade richtig viel Pech, aber ihr seht, wie schnell das gehen kann. Ah, ja, da kommt mal mehr. Das ist nochmal ein grüner. Und das ist leider jetzt schon wieder aus. Also der Effekt ist jetzt schon wieder weg, weil ich nicht mehr so leuchte. Ja, ich habe weniger bekommen als vorher. Aber ich habe ein paar grüne bekommen. So, ich mache das jetzt nochmal. Sprich, ich renne da jetzt nochmal rüber. Ich kaufe mir nochmal so ein Ding, weil ich habe ja noch 200 Rubine, also zwei Dinge könnte ich mir noch leisten. Und ich kann euch wirklich empfehlen, so farmt ihr wirklich am allerbesten. Kauft nichts beim Gronen, der scammt euch. Also der hier über Terry. Ja, Terry ist der einzige Ehrenhändler, mit dem man handeln sollte. Ja, schon immer war es gewesen und ist auch immer noch so. Und dann, also ich gehe halt dann einfach hier hin, weil hier ist ein großes Gebiet mit Büscheln und sowieso. Sobald ich alles hier weg habe, ist der Effekt sowieso schon vorbei. Der hält nur so gefühlt 20 Sekunden oder so. Ich fange, glaube ich, sogar diesmal von unten an. Ding. Ihr seht, wie krass das einfach ist. War vielleicht nicht so cool, dass ich voll resettet habe, um das zu zeigen, aber ich wollte halt meine Rubine wieder haben, um das zu zeigen. Passiert. Warte mal, kriegt ihr voll viele verschiedenfarbige? Letztes Mal habe ich nur grüne bekommen. Ja, und der Effekt ist jetzt schon wieder weg. Also beeilt euch damit. Jetzt habe ich viel davon. Okay, das werde ich auf jeden Fall jetzt die ganze Offscreen machen. Und ansonsten gucke ich mal, ob ich jetzt schon mal traden kann. Hä? Denn eigentlich müssten wir mit ihr noch traden. Die will aber nicht. Vielleicht wenn ich raus und reingehe. Die will nicht traden. Ich weiß auch nicht genau warum. Hä, jetzt will sie schon? Oder kommt das drauf einmal und steht... Nee. Ich bin einfach mal ein paar Mal unten rausgegangen, reingegangen, links an der Eingang raus und reingegangen. Jetzt will sie aber mal wieder traden. Keine Ahnung warum. Yay! Stimmt, mit dem einen Minisch, mit der großen Feder, mit dem können wir nochmal traden jetzt. Eine Kiste. Juckt mich zwar eigentlich nicht, aber es ist direkt nebenan. Also, weiß nicht, nebenan halt. Ist kein weiter Weg, deshalb hole ich es eben. Danke, netter Gegner. Und was haben wir denn hier drin? Einfach Glücksfragmente. Ja, okay. Genau, die kann man da auch bekommen. Ja, das ist, glaube ich, das Wertvollste in den Kisten, die Glücksfragmente, um ehrlich zu sein. Und das ist Geld, aber... Meistens habe ich das Geld bekommen, wo ich es nicht brauchte. Da er uns schon einen Herzcontainer geschenkt hat, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass er uns irgendwas geben wird, womit wir groß was anfangen können. Der Lextra. Nicht Lextra oder Luxtra, aber Lextra. Ruinen, Gegner. Goldener Gegner.
Ja, wie gesagt, da kann man halt Geld farmen. 20 mal draufhauen, dann sind sie tot oder so. Ja. Hallöchen, Kollege, hier im Walde unten links. Ich habe gehört, du möchtest mein grünes Fragmentchen besitzen. Ja, verstehen wir uns, gut. Freut mich. Was ist denn was für mich? Vielleicht ein Herzteil? Sonst irgendwas? Ein Blatt. Wo ist das genau? Aha, beim Grabstein. Ganz links an der Map. Okay. Ich glaube, da brauche ich auch... Ah doch, ich muss schneiden, weil ich groß werden muss. Alright. Wir haben jetzt einen langen Weg vor uns, den wir vor allem auch schon mal gemacht haben. Aber wisst ihr was? Ist schon in Ordnung. Ist schon okay. Denn ich habe die Hoffnung, dass da das vorletzte Herzteil sein wird, was mir fehlt. Wie gesagt, ich weiß schon, wo das letzte ist. Aber das ist so ein großer Aufwand, den möchte ich gerne am Ende der Folge erst machen. So, und hier müsste es... Ja, genau, hier war das, ne? Ja. Yeah. Okay. Wo führst du mich hin? Ah, schau mal einer an. Unfassbar. Ich war mir so sicher, dass ich mir das geholt habe. Also macht euch unten in diesem Haus, wo die da arbeiten, klein. Rennt den ganzen Weg wieder hierhin zurück. Hier an dieser Ort, wo die Katzen waren, wo wir hier lang gegangen sind. Für die Bücher, ihr wisst ganz genau, hier haben wir auch schwimmen müssen und alles. Wenn wir hier zum Brunnen. Ich habe hier, wenn man einfach ganz normal nach links geht, jetzt wo man schwimmen kann, da drüben habe ich ein Herzteil übersehen. Ich weiß nicht, ob man schon vorher dran kommen kann. Der einzige Weg, wie ich jetzt weiß, wie ich da am schnellsten rankomme, ist einfach drüber fliegen. Bestimmt geht's auch anders, aber das ist mir jetzt gerade so egal. Jetzt habe ich es endlich gefunden. Ich dachte wirklich, wirklich, ich hätte das gehabt, aber scheinbar hatte ich das nicht. Das ist echt seltsam. Nee, ich weiß gar nicht, wie man da sonst rankommen würde ohne den Greifmantel. Muss man hier wirklich backtracken? Oder vielleicht kann man ja so rüber? Nee. Ich glaube, mit Bomben kann man sich auch nicht so rüberschleudern. Das funktioniert leider nicht. Nee, dann geht's vielleicht wirklich nur so. Außer der magische Boomerang könnte das ergreifen. Ah, da werden jetzt aber Vasen normalerweise drüber, ne? Respawnen die, wenn ich draußen reingehe? Ich würde nur kurz austesten. Ja, durch die Vasen kann man es nicht machen. Okay, ja, egal. Musste man so oder so backtracken. Okay, keine Ahnung, ob ich gedacht habe, ich hätte das. Aber ja, damit fehlt uns noch ein altes Herzteil und ich zeige euch jetzt sofort, wie man das bekommt. Aber zuvor holen wir uns noch diesen Schmetterling. Eine sehr, sehr lange Zeit Figurenfarmen später. Also gewöhnt schon alle Figuren, die es gibt. Ich bewahre sie sorgfältig auf, so kannst du dir jederzeit hier ansehen. Gut, dann will ich mal weitere Figuren basteln. Jetzt möchte ich mir noch die Muse küssen. Also es wird noch mehr geben. Och nö. Aber ja, wir haben jetzt alle Figuren. Ja, sobald die neuen Figuren, ja, es wird noch mehr geben. Sobald die fertig sind, zeige ich euch alle. Aber es sind insgesamt 130 Figuren. Ja. Falls ihr euch fragt, wie ich hier überhaupt die ganzen Muscheln gefarmt habe und wie ich ganz viel Geld gefarmt habe für die Muscheln, das zeige ich euch dann irgendwann in einer anderen Folge, wahrscheinlich die letzte oder so. So, und jetzt holen wir uns bei diesem Kerl hier unsere Belohnung ab. Ich bin reich und Sammler, wie so viele Reiche. Hä? Boah, hey, nicht schlecht, kompletto, voll krass. Puh, du bist ein echter Maniac, das war echt was her. Ich lade dich in mein Haus ein, nimm einfach mit, was dir gefällt. Reiche Leute sind großzügig. Das ist super, ich bin zufrieden, auch wenn es draußen hoch hergeht. So, und jetzt können wir in sein Haus rein. Das ist übrigens sein Haus. Und zum einen sein ganzes Geld mitnehmen. Der hat mir sehr viel Geld gekostet, also ein bisschen was zurückbekommen ist auch nicht schlecht. Und das allerletzte Herzteil, wir haben alle Herzen und machen uns dann nun auf den Weg zum Castle. By the way, hier drüben ist ein Grammophon, das Dieter spielt. Wunder, wunder, wunderbar. Ja, das hier ist Soundtest, kann man sich jeden einzelnen Soundtrack im Spiel nochmal anhören. Wenn man Bock hat.
sehr viele Sounds in diesem Spiel. Oh, der ist lustig. Nein, ist nicht lustig. Gibt es noch ein paar dabei, die wir noch nicht gehört haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, jedes einzelne, was es hier gibt, haben wir uns schon mal angehört. Oh. Ja, es gibt... Ah, hier ist Sätze. Ah. Vielleicht kommt da noch mehr, ich weiß es nicht. Ich bin mal kurz zu einem älteren Safe zurückgesprungen, um euch zu zeigen, was er sonst gesagt hätte, wenn wir noch nicht alle Figuren gesammelt hätten. Zeig mir deine Nintendo-Figuren, wenn deine Sammlung komplett ist. Verstehst du, wenn du alle Figuren hast, die es gibt? Ja, im Moment gibt es 130, danach gibt es auch noch mehr, aber ich will 130 auf jeden Fall sehen. Oh, du hast mich bemerkt, aber ein sehr aufmerksamer Mensch könnte stolz auf dich sein. Ich denke dir das jetzt in Ordnung. Gut gemacht, super. Yay. Okay, alles klar. Zurück zum dunklen Schloss von Hyrule, jetzt wo wir alle Herzteile haben. Und ich meine, wir hatten ja eigentlich auch schon fast alles fertig, zumindest hier in diesem unteren Bereich von dem Dungeon. Wenn ich nochmal auf die Map schaue, haben wir überhaupt eine Map? Ja, wir haben eine Map. Oder zumindest so einen kleinen Teil davon. Wir müssen zurück. Wait. Hier kann ich einfach geradeaus. Ja, die Musik ist auch noch eine Anspielung an irgendein anderes Zelda-Game. Das weiß ich auf jeden Fall. Was sollen wir hier lang? Ist hier richtig? Oh! Ja, auf jeden Fall. Wenn Link von alleine sich hier bewegt, dann wird das hier richtig sein. Boah, jetzt kann ich meinen Laserstrahl nicht mehr. Ihr seid solche gemeinen Dinge. Oh, yes. Yes. Okay, links, rechts. In der Mitte müsste ich einfach irgendwo lang. Aber die sehen krass aus. Die Bockbin-Viecher hier. Richtig beefed up. Sind ready, mich kaputt zu hauen. Achso, ich dachte, das wäre ein Schlüssel, der da ganze Zeit fällt. Nee, das ist irgend so ein Stachelvieh, was mir nur Ärger bereiten soll. Gefällt mir auf jeden Fall nicht. Wird was zum... Schwindet! Boah, schau mal, wie stark wir jetzt einfach sind. Wow. Einiges an Stärke dazu gewonnen mit dem Schwert der Vier. Wow! Das sind Kanonen! Oh, das ist gemein. Oh, ich weiß ganz genau, was das gewollt ist. Okay, versuchen wir es, versuchen wir es. Die Kugel, die dich dazu verspuckt, kannst du mit dem Schwert abwehren. Danke. Cool. Kann ich mit dem Schwert abwehren. Hat super funktioniert. Ah. So. Aufpassen. Alter. Wie soll ich das machen? Oder vielleicht eine andere Reihenfolge. Das ist es vielleicht. Und das andere Timing. Okay. Lass schießen. Jetzt. Was muss ich überhaupt machen? Achso, was, muss ich wieder zurückrennen? Ich muss wahrscheinlich wieder zurückrennen, das kann sein. Das weiß ich gerade nicht. Okay. Dann ist offensichtlich, wo ich... Mann! Wo ich stehen muss! Alter, das gibt's doch nicht! Junge, als ob das so schwer ist, ich mich hier die ganze Zeit treffen lasse. Oh mein Gott, heftig. Was muss ich hier machen? Muss ich die hier runterbringen? Nee, was will ich denn da? Den. Da muss ich die doch nach oben bringen, oder wie? Wie krieg ich das weg? Ich kann es abwehren, haben die gesagt. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Abwehren, genau in dem Moment. Okay, oh nein, nicht ihr Viecher. Wenn die mich grabben... ihr lebt! Was zum Teufel? Wenn die mich grabben, bin ich wieder ganz am Anfang. Das verschwendet nur meine Zeit. Hä? Der hat mich einfach durch die Wand gegrabbt. Was soll das? Hallo? Geht's noch? Ich glaube, bei dem... Jetzt eben nicht mehr. Was zum Teufel?
Ach, und das, guck mal, schau mal, Leute, diese kleinen Steine hier im Weg sind so riesig, da kann man nicht rüberfliegen, das ist unmöglich. Meine Güte, lass mich einfach durch. Geht doch! Noch das? Oh. Wir müssen wahrscheinlich alle einmal aktiviert werden, oder? Oh, first try, let's go! Ohne zu wissen, was ich machen muss, let's go! Ich hab ein bisschen Angst vor denen. Okay, das reicht. Wir haben ja sowieso ein Upgrade bekommen für unseren Bogen. Stimmt, wir einen Upgrade haben wir gar nicht geholt gehabt. Das war im Friedhof. Das muss ich eigentlich auch noch holen, ne? Dieser alten Schmetterling. Vielleicht mache ich das noch. Mal schauen. Brauchen tue ich es aber nicht. Okay, ich glaube, ich weiß ungefähr, was gewollt ist. Okay, let's go. Okay. Easy! Let's go! Wir haben einen Schlüssel bekommen! Ey, denkst du, bist cool oder was? Ich brauche nur zwei Schüsse. Oh, das Geld. Egal. Wird reichen. Okay, wo brauchte man den Schlüssel? Wo war das? War das hier unten? War das in der anderen Ebene, oder? Wollen wir mal kurz auf die Karte schauen. Da haben wir einen großen Teil nicht erkundet, auf der rechten Seite. Da könnte man den Schlüssel nicht benutzen. Außer es ist vielleicht... die Tür? Nee, das kann aber nicht sein. Kann aber keinen Sinn. Verschwinde, Mann! Ihr auch, ihr seid nervig. Bam. Oh, Geld. Oh, was? Ich hab hier... Was? Wie hab ich das übersehen? Was zum Teufel? Aha. Na gut, also hier war ich scheinbar noch nicht. Dann erkunden wir uns hier mal ein bisschen. Aber das erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid gehypt auf diesen Dungeon. Denn ich bin es auf jeden Fall.